Der große deutsche PC-Hersteller Agando hat vor kurzem Insolvenz angemeldet. In diesem Video möchte ich ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen, ein bisschen genauer euch zeigen, was ist da los, worum geht es um das Thema, was sind vielleicht die Gründe und auch unsere Erfahrungen mit dem Thema ZPU, weil wir da selber auch betroffen sind, mit einfließen lassen und da einfach mal tief in das Thema reingehen und die bisschen die Hintergründe beleuchten, um euch da aufzuklären. Hallo und herzlich willkommen bei Krotus Computer. Das heutige Video ist ein, ja, etwas besonderes Video, sage ich mal. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video machen soll, denn es geht um das Thema Agando. Wahrscheinlich haben die meisten es mitbekommen, dass Agando vor, ich glaube, anderthalb Wochen oder, ja gut, das Video kommt jetzt erst später, wahrscheinlich vor 2 Wochen Insolvenz angemeldet hat. Anfang Dezember war das. Und da ist ja mal so, Agando war schon ein sehr, sehr großer Player auf dem PC-Markt und das Ganze wurde begründet mit Zahlung von Urheberrechtsabgaben. Und das ist natürlich schon ein großer Schock gewesen am PC-Markt. Viele Leute haben PCs bestellt, den PC nicht bekommen und ich habe mir überlegt, okay, möchte ich dazu ein Video machen, weil zum einen sind wir selber als PC-Hersteller natürlich auch davon betroffen, das Thema ZPU. Ich habe da relativ viel Erfahrung mit, kann da Sachen zu machen, die, ich sag mal so, Sachen zu sagen, Hintergründe zu geben, die jetzt so noch nicht bekannt sind, einfach aus der Erfahrung nach. Andererseits bin ich natürlich jetzt nicht ein normaler YouTuber, sondern eben ja auch selber ein PC-Händler und es geht ja eben um einen Mitbewerber von uns da und dementsprechend habe ich mir überlegt, okay, kannst du was darüber machen? Und dann habe ich einfach eine Abstimmung auf dem Discord gemacht, wo ich das geschrieben habe bei mir und da ist es so, dass 52 Leute gesagt haben, ja, bitte mach ein Video dazu, das würde mich interessieren und 26, nee, lieber nicht. Und da eben diese Mehrheit an Leuten dann doch gesagt hat, mach ein Video, habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Ich möchte aber vorab ganz klar sagen, das soll kein Agando-Hate-Bashing sonst irgendwas Video sein. Das soll kein Video sein, oh, die anderen sind voll kacke, ihr müsst alle bei Krotus Computer kaufen oder sowas. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es ist ein Video, wo ich mit Zahlen und Fakten, die öffentlich verfügbar sind, arbeiten möchte, wo ich unsere Erfahrungen mit eingeben möchte, wo ich einfach Fakten darlegen möchte, die Situation beleuchten möchte, euch das Ganze näher erklären möchte, wie kann es dazu kommen. Ich habe mir auch ein Skript gemacht, ich habe mir ganze Material rausgesucht. Ich möchte erst ein bisschen was erzählen, ZPU, was ist das überhaupt, worum geht's da, was muss man da bezahlen, wer muss da bezahlen. Dann möchte ich was erzählen, unseren Werdegang mit der ZPU, weil wir ja auch davon betroffen sind, wie das Ganze so abgelaufen ist da. Dann habe ich die Bilanz von Agando von 2021, das ist die aktuellste, die verfügbar ist, mir rausgesucht. Und ich möchte gerne einmal mit euch zusammen die öffentliche Bilanz von Agando durchgehen, um da auf interessante Punkte hinzuweisen. Und also das sind alles öffentliche Informationen. Dann möchte ich gerne mal so eine Rechnung für ZPU-Abgaben machen, wo ein bisschen nachrechnen und dann am Ende ein paar Sachen, die jetzt meine Vermutung im Blick in die Zukunft sind, reinbekommen, wo ich direkt sage, meine Vermutung, also das sind jetzt natürlich keine gesicherten Informationen, Sachen aus der Bilanz, Sachen zu ZPU sind Sachen, die öffentlich verfügbar sind, die schwarz auf weiß da sind. Am Ende ist natürlich meine Vermutung, meine Meinung. Wie gesagt, es soll kein Bashing an Agando sein oder sonst irgendwas. Ich hoffe, dass Agando schafft, da wieder rauszukommen, wieder schafft, PCs zu produzieren, Kunden glücklich zu machen, die Kunden, die PCs gekauft haben, ihre PCs da bekommen und da jetzt kein Problem haben. Das ist mir wirklich wichtig. Ich möchte einfach hier Informationen zu geben, weil es gibt ein Video von Hardware Deals meines Wissens nach dazu. Das ist aber aus der Zeit, wo es noch gar nicht dieses Statement gab, dass es um Urheberrechtsabgaben geht von Agando, wo das Ganze nur so ein bisschen oberflächlich beleuchtet ist. Ich möchte hier wirklich in die Tiefe gehen. Ich möchte hier ganz tief reingehen. Wir werden Sachen rechnen, wir werden die Bilanz anschauen, wir werden harte Zahlen anschauen. Ich werde was über die ZPU sagen, was unsere Erfahrung ist, einfach wirklich, also wir gehen schon tiefer in die Materie rein. Deswegen habe ich mir gedacht, es interessiert euch ja, solch ein Video zu machen und ich denke auch, ich bin jemand, der sowas machen kann, weil wir halt selber mit der ZPU in Kontakt stehen und selber mit denen in einem Rechtsstreit waren und selber vor diesem Problem standen. Und ich denke, da bin ich dann jemand, der über so ein Thema schon gut ein Video machen kann und euch Informationen liefern kann, die kein anderer liefern kann. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das Ganze. Falls ihr auch gerne in unseren Discord kommen möchtet, der Link ist unten in der Beschreibung. Wie gesagt, mir ist es wichtig, dass ihr Sachen macht, die euch als der Community gefallen. Deswegen frage ich vor solchen Videos da, habt ihr eine Abstimmung gemacht, ihr hört euer Feedback, ihr könnt Feedback geben zu Themen, die ihr in der Zukunft gerne behandelt haben möchtet.
Ich verlose dort jeden Monat meine YouTube-Einnahmen. Aktuell läuft noch ein Gewinnspiel für so einen 170 Hertz Gaming-Monitor. Das läuft aktuell noch. Wenn ihr das Video schaut, wird das noch eine Woche laufen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da teilzunehmen, also die Gewinne jeden Monat gibt es ein Gewinnspiel, kaufe ich immer von den YouTube-Einnahmen hier. Die möchte ich nicht behalten, möchte ich an euch zurückgeben. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch ein Abo da. Die Videos, die hier kommen, sind Sachen natürlich rund um das Thema PC-Shop, sind aber auch immer Tests aus der Praxis, Hintergründe zu neuen Produkten und falls euch das gefällt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Fangen wir an mit dem Punkt, was ist überhaupt die ZPÜ? Warum müssen ZPÜ-Abgaben gezahlt werden? Und zwar ist es so, dass die ZPÜ gehört zu GEMA, zu den Verwertungsgesellschaften von jetzt Künstlern, die Videos oder Filme aufnehmen, die Musik aufnehmen, Bilder und all sowas. Und die sagen halt, mit einem Computer kann man urheberrechtlich geschütztes Material vervielfältigen. Es geht hier nicht darum, dass man natürlich auch Sachen illegal runterladen kann, sondern auch, dass du gehst legal in einen Laden, kaufst die CD von deiner Lieblingsband für 20 Euro oder was eine CD kostet, kaufst die offiziell legal, gehst zu dir zu Hause und sagst, okay, wenn jetzt die CD auf einmal kaputt geht, weil ich mich aus Versehen draufgesetzt habe, ist es ja weg. Deswegen speichere ich die auf meinem PC, dass ich die auch noch hören kann, wenn nicht die CD kaputt geht oder sowas. Also auch um diese Art der Kopie geht es. Dafür sollen halt Abgaben geleistet werden an die Urheber dieser Werke, dass die dafür entschädigt werden. So, wer muss zahlen? Und zwar müssen Hersteller von PCs zahlen. Das ist eine Sache, was ein bisschen schwierig ist. Wenn ihr als Privatperson den gleichen PC baut, müsst ihr nichts bezahlen. Wenn ihr diesen PC mit den gleichen Teilen zusammengebaut, bei einem Hersteller wie jetzt uns, Agando oder wem auch immer kauft, muss dieser Hersteller das bezahlen. Am Ende das gleiche Produkt, der eine muss zahlen, der andere nicht, bisschen komisch, aber als Hersteller muss man eben entsprechend bezahlen. Früher war es so, dass nur PCs mit Laufwerk abgabenpflichtig waren, dann war es irgendwann so, dass die ZPÜ gemerkt hat, naja, es haben immer weniger PCs ein Laufwerk, wir machen jetzt einfach PC mit Festplatte, weil jeder PC hat eine Festplatte. Rein theoretisch würde man einen PC ohne Festplatte kaufen, müsste diese Abgabe nicht entrichtet werden, aber ohne Festplatte funktioniert ja kein Computer, das geht ja nicht. Wie gesagt, wenn ihr den PC selber baut als Privatperson, dann müsst ihr es nicht fallen. Es zählt für PC-Hersteller und wir, der aus normalen Einzelteilen PCs zusammenbauen, zählen dafür schon als PC-Hersteller und solche Firmen wie jetzt Lenovo, HP, Apple und so weiter, die diese klassischen PCs machen, natürlich zählen auch als PC-Hersteller. So, wie viel muss gezahlt werden? Und zwar wird da unterschieden in Verbraucher-PCs und Business-PCs. Verbraucher-PCs sind PCs, die normal an Privatkunden geliefert werden. Da sind 13,1875 Euro netto, also ohne Mehrwertsteuer, pro PC fällig. Und bei Business-PCs sind PCs, die an Geschäftskunden geliefert werden, Workstation-PCs, die müssen nur mit 4 Euro pro PC vergütet werden. Das sind die Vergütungen, die da entsprechend gezahlt werden müssen. Wie gesagt, das Ganze muss an die ZPÜ gezahlt werden. Das ist erstmal der rechtliche Rahmen in dem Ganzen. Es ist so, dass dieses Thema, also 2008 wurde da entsprechend ein, das ist schon seit sehr, sehr langer Zeit, 2008 wurde da entsprechend so ein Vertrag mit diesen 13 Euro geschlossen und dann ging das Thema los. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen genau auf die rechtliche Lage ein, weil es da verschiedene Gründe gibt, warum man als Unternehmen rechtlich dagegen vorgeht. Und das Thema gibt es also schon eine längere Zeit mit dieser Urheberrechtsabgabe, das gibt es jetzt nicht erst seit gestern. Jetzt, nachdem wir ein bisschen was wissen, was ist die ZPÜ, wer sind die, warum wollen die Geld, wie viel Geld wollen die, will ich darauf eingehen, wie unser Werdegang mit der ZPÜ ist. Unser Werdegang mit der ZPÜ war, dass wir 2020 einen ersten Kontakt hatten, heißt, ich hatte bis dahin keine Ahnung, dass es so eine Urheberrechtsabgabe gibt, wusste ich nicht. Und auf einmal bekam ich einen Brief von der ZPÜ, dass ich doch bitte melden soll, wie viele PCs ich in den letzten Jahren verkauft habe. Und dass ich für diese PCs dann so eine Urheberrechtsabgabe bezahlen muss. Und da war ich natürlich erst im Schock, dachte, hä, da meldet sich einer bei dir und sagt, er will auf einmal Geld für PCs, für Urheberrechtsabgaben, was ist überhaupt los? Also habe ich mich anwaltlich beraten lassen, habe einen Fachanwalt für dieses Thema rausgesucht, weil klar, du kannst ja jetzt nicht jeden Standardanwalt nehmen, das ist schon ein sehr, sehr komplexes und spezielles Thema. Du brauchst dort einen Fachanwalt, der sich genau so spezialisiert hat. Wir haben da den, ich glaube, in Deutschland die größte, bekannteste Kanzlei dort gewählt, die sich genau darauf spezialisiert hat, auf dieses Thema.
und haben mit dir dann ein Gespräch geführt. Dort wurde uns dann erklärt, wie ist denn das? Und die Rechtslage war damals so, dass sie noch nicht ganz klar ist. Es war so, dass die ZPÜ eben 2008 mit dem Branchenverband Bitkom, also so ein Branchenverband, der ist immer große PC-Hersteller, wie jetzt so einen HP, Acer und so weiter, vertritt, hat 2008 mit der ZPÜ so einen Gesamtvertrag geschlossen, wo sie halt dann diese 13,1875 Euro sich mit denen geeinigt haben. Und dann hat die ZPÜ jetzt gesagt, okay, wir haben mit diesen Top-Playern diesen Gesamtvertrag geschlossen. Deswegen sagen wir jetzt allen anderen Anbietern, die PCs erstellen, ihr müsst euch auch an diese 13 Euro halten. Ne? Und da war natürlich die Rechtslage dann so, dass man gesagt hat, okay, nur weil ihr jetzt mit diesen paar Herstellern einen Deal über 13 Euro irgendwas abgeschlossen habt, warum soll ich jetzt als Hersteller, der gar nicht bei diesem Deal dabei war, den gleichen Betrag bezahlen? Ne? Das kann ja irgendwie nicht sein. Und dann ging es auch darum, dass gesagt wurde, okay, also dass irgendwas bezahlt werden muss, war eigentlich relativ, also kam heraus, ja, es muss irgendwas bezahlt werden, es wurde aber über die Höhe gestritten. Ne? Wurde gesagt, okay, diese 13 irgendwas sind doch schon relativ viel. Wir denken, dass wir einen viel niedrigeren Betrag bezahlen müssen, ne? Und eben nicht diese 13 Euro. Und da war die, zu diesem Zeitpunkt, eben 2020, war die Rechtslage noch nicht ganz klar. Es gab da noch keine abschließenden Urteile und der Anwalt hat uns damals gesagt, okay, Sie haben jetzt zwei Optionen. Sie können das jetzt entweder akzeptieren und so zahlen an die ZPÜ. Damit sind Sie aber natürlich dann auch quasi, haben Sie der Forderung zugestimmt. Und wenn jetzt in ein paar Jahren rauskommt, dass diese Forderung zu hoch war, können Sie jetzt nicht sagen, ich zahle auf einmal weniger. Na, das ist Option 1. Option 2 ist, wir gehen jetzt anwaltlich dagegen vor und wir zahlen das jetzt nicht. Und wir schauen halt, wie sich die Rechtslage entwickelt. Und wenn sich die halt für uns positiv entwickelt, dann zahlen wir halt aber weniger, was dann rauskommt. Wenn sich das negativ entwickelt, dann kann es natürlich sein, dass man dann trotzdem den Betrag, der gefordert wurde, bezahlt werden muss. So, da hat auch der Anwalt uns direkt gesagt, bilden Sie die Rückstellung in Höhe von den Rechnungen, die Ihnen die ZPÜ schickt, damit Sie dieses Geld als Rückstellung haben, dass für den Fall, dass das Verfahren nicht positiv ausgeht und Sie dieses Geld bezahlen müssen, Sie das eben haben und dann bezahlen können. Klar, vollkommen logisch, selbstverständlich. Und ich sag mal so, als Geschäftsführer einer Firma muss man natürlich immer im Sinne der Firma handeln. Und wenn es so ist, dass die Rechtslage noch nicht ganz klar ist und die Chancen jetzt relativ gut stehen, oder was heißt relativ gut, zumindest 50-50 stehen, dass man dieses Verfahren gewinnt und dort nicht so viel zahlen muss, ist man natürlich als Geschäftsführer auch verpflichtet zu sagen, okay, ich gehe jetzt dieses Verfahren ein, um eben Schaden von meiner Firma abzuwenden. Ne? Weil wenn ich jetzt mehr Geld bezahlen muss, dann wäre schlecht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen diesen anwaltlichen Weg und sagen halt, okay, wir zahlen das nicht, sondern wir wehren uns dagegen. So, das haben wir dann gemacht. Das kostet natürlich Kosten für einen Anwalt, klar. Die sind in jedem Fall dann weg. Daraufhin hat die ZPÜ dann eben gesagt, also wir haben die Stückzahl halt denen mitgeteilt, so viele haben wir in den Jahren verkauft. Und dann hat die ZPÜ eine Rechnung geschickt. Das müssen sie bezahlen. Und dann ist es so, dass wir gesagt haben, nein, bezahlen wir nicht. Und der Anwalt dagegen vorgegangen ist. Die ZPÜ hat daraufhin eine Mahnung geschickt. Ne, haben gesagt, okay, nein, bezahlen das nicht. Wir würden das gerne rechtlich klären lassen. Und daraufhin hat die ZPÜ dann ein Schiedsstellenverfahren eingeleitet. Es gibt eine Schiedsstelle Urheberrecht. Die ist so eine, ich sag mal, Instanz vor einem Gericht, die solche Sachen erstmal vor einem Gericht klären soll. So, zu dem Zeitpunkt, wo die ZPÜ dann dieses Schiedsstellenverfahren eingeleitet hat, war die Rechtslage so, dass die Schiedsstelle den Unternehmen eigentlich immer Recht gegeben hat und gesagt hat, hey, diese 13 Euro, die die ZPÜ verlangt, sind zu viel. ZPÜ, bessere deinen Tarif nach. Du musst einen geringeren Tarif machen. Ne? Und diese Forderung von 13 Euro ist unberechtigt. So, deswegen haben wir gesagt, okay, dieses Schiedsstellenverfahren sehen wir positiv an, dass wir das gewinnen werden. Und gehen das an. Dann schreiben die Anwälte da hin und her und das dauert relativ lange. Dieses, also das zieht sich über Jahre, kann man sagen. Ne? Und dann war erstmal Funkstelle, die ZPÜ hat jedes Jahr gefragt, wie viele PCs haben sie denn im letzten Jahr verkauft. Wir haben denen das dann brav mitgeteilt, die haben wieder eine neue Rechnung geschickt, so viel müssen sie jetzt bezahlen. Wir haben gesagt, nein, bezahlen wir nicht, wir möchten gerne diese Schiedsstellenverfahren da abwarten und die Rechtsprechung. Und die Forderung hat sich halt erhöht, wir haben dann eine entsprechend höhere Rückstellung gebildet, jedes Jahr, was halt dazu gekommen ist. Ne? So ging das Ganze dann weiter. Und dann war es jetzt so, dass im Jahr 2022 es so ist, also dass wir sind natürlich jetzt eher ein relativ junges Unternehmen. Bei uns ist es so, die Krotos Computer GmbH gibt es seit 2019. Dementsprechend sind bei uns eher eine Forderung für jüngere Jahre, wo die Argumentation zum einen ist natürlich,
Nur weil irgendwann mal in 2008 dieser Vertrag damit irgendwie abgeschlossen wurde, kann der ja nicht auch für uns gelten. Und die zweite Sache ist, die Mediennutzung hat sich ja komplett verändert. Klar, früher 2008 ist man noch in den Laden gegangen, hat eine CD gekauft und hat die vielleicht auch kopiert. Heutzutage Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Netflix, Disney Plus, wie sie alle heißen. So, du hast diese ganzen Streaming-Dienste, wo du Medien konsumierst und da kannst du ja gar nichts kopieren, ne? Also du kannst ja bei Spotify jetzt kein Lied kopieren, ne? Also du kannst es ja jetzt nicht einfach irgendwie auf deinen PC runterladen und dann kopieren. Das funktioniert ja nicht. Und auch genauso bei Netflix kannst du keinen Film runterladen, ne? Das klappt nicht. Dementsprechend kann man da ja gar keine Kopien anfertigen. Und deswegen wurde argumentiert, gesagt, okay, die Mediennutzung hat sich verändert. Deswegen kann diese Abgabe ja auch gar nicht so korrekt sein, ne? Das muss man ja berücksichtigen. Du kannst ja nicht den gleichen Tarif wie vor 15 Jahren nehmen. Da ist ja eine Mediennutzung eine ganz andere. Das sind eben diese zwei Argumente, ne? Und da ist es so, dass natürlich auch Firmen weit vor uns waren, ne? Also jetzt wie eine Firma wie Agando, kommen wir gleich dazu. Agando wurde 2001 gegründet, ne? Das heißt, Agando gibt es schon viel, viel länger. Und die haben natürlich auch viel, viel längere Forderungen von Urheberrechtsabgaben. Und deswegen ist es so, dass natürlich viele andere Firmen weiter vor uns in dem Verfahren sind, ne? Und das Verfahren ist so, wenn die Schiedsstelle halt ein Urteil fällt, hat die ZPU das nicht akzeptiert, weil das Urteil halt immer gegen die ZPU war. Und die ZPU ist dann vor das Oberlandesgericht München gegangen und hat dort dann eben geklagt. Und da ist es dann so, dass es dort einen Richter gab und dieser Richter hat dann halt eben für die ZPU entschieden und hat gesagt, okay, was die Schiedsstelle gesagt hat, nein, die ZPU hat recht, du musst diese 13 Euro da bezahlen. Damit haben sich die Unternehmen natürlich nicht abgefunden. Die haben gesagt, nee, finde ich jetzt nicht gut. Und dann gab es dort zwei Sachen. Zum einen wurde beim Bundesgerichtshof, also der höchsten Instanz hier in Deutschland, eine Beschwerde eingereicht, um eben zu sagen, hey, um erstmal diese Grundsatzfrage zu klären, kann irgendjemand einen Vertrag abschließen, also in dem Fall Bitkom mit der ZPU, der dann so eine Indexwirkung hat, weil das Gericht hat eben gesagt, du musst es zahlen, weil dieser Bitkom-Vertrag mit der ZPU, der da geschlossen wurde mit ein paar größeren Firmen, hat so eine große Index- und Signalwirkung, dass sich die komplette Branche daran halten muss. Auch die Unternehmen, die da gar nicht dabei waren. So. Und dann war es so, dass da eben gesagt wurde, okay, wir machen eine Beschwerde beim BGH, dass der doch bitte sagen, prüfen soll, ob das überhaupt so rechtens ist. Weil wenn der BGH sagt, nein, das ist nicht, dann muss natürlich das Urteil wieder neu aufgerollt werden. Da ist aber so, dass der BGH diese Beschwerde nicht angenommen hat und gesagt hat, nee, damit wollen wir uns nicht befassen, was man dann irgendwie so übersetzen kann mit, naja, sie sagen wahrscheinlich, wird schon stimmen, dass es okay ist. So. Das heißt, da sind die Aussichten für einen Erfolg des Verfahrens in 2022 schlechter geworden. Dann gab es aber noch einen Lichtblick, weil dieser Richter, der das geurteilt hat, war schon ein etwas älterer Richter. Und dann wurde Oberlandesgericht München hat sich umstrukturiert, da wurde was verändert und jedenfalls war es dann so, dass in Anfang 2023 ein ganz junger, neuer Richter eingesetzt wurde für diese Verfahren und man jetzt die Hoffnung hatte zu sagen, okay, dieser neue Richter hat eine neue Sichtweise und urteilt vielleicht anders, was ja durchaus sein kann. Und hat dann gesagt, okay, wir möchten gerne das Jahr 2023 noch abwarten, dieser neue Richter urteilt, weil es kann ja sein, dass dieser neue Richter jetzt auf einmal wieder pro Unternehmen urteilt. Ne? Das kann ja durchaus sein. Und da war es jetzt so, dass man eben dann das Jahr 2023 abgewartet hat. So, dann ist es 2023 geworden. Und also wir haben dann auch unserem Anwalt gesagt, okay, wir halten das erstmal aufrecht. Es gab auch noch in unserem Schiedsstellenverfahren kein Urteil. Wir warten erstmal ab. So, dann war es so, dass Anfang 2023 dieser neue Richter die ersten Urteile gefällt hat. Und die waren genauso, wie der alte Richter das gemacht hat. Er hat einfach gesagt, ich mache die Urteile so wie der alte Richter, ich ändere da nichts. Und damit haben sich die Erfolgsaussichten dann Anfang 2023 natürlich extrem verschlechtert, das Ganze noch zu gewinnen. Weil wenn BGH sagt, nee, ich will mich damit nicht beschäftigen, der neue Richter auch sagt, ich will mich damit beschäftigen, ist der letzte Ausweg noch EU-Gerichtshof, aber das ist halt ziemlich weit weg und ziemlich schwierig dahin zu kommen und da brauchst du auch sehr viel Finanzkraft und so. Ne? Das ist halt jetzt nicht, dass man jetzt als kleine Firma da mal hingeht und sagt, hallo, ich klage jetzt vorm EU-Gerichtshof. Ja, wir haben dann, als diese Infos Anfang 2023 kamen, gesagt, okay, wir versuchen uns mit der ZPU außergerichtlich zu einigen, sind da aber zu keinem Konsens gekommen. Was daran lag, dass ich natürlich mit anderen Unternehmern besprochen habe, die sich schon mit der ZPU in der Vergangenheit geeinigt hatten und wüsste, was waren so Einigungsvorschläge. Wir halt gesagt haben, wir möchten gerne einen ähnlichen Einigungsvorschlag anstreben, die ZPU gesagt hat, nein, machen wir nicht.
So, ne? Und wollte da sehr, sehr wenig entgegenkommen. Habe ich gesagt, boah, nee, dann warte ich jetzt erstmal das Schiedsstellenverfahren ab. Dann war es so, dass jetzt im Herbst 2023 das Schiedsstellenverfahren entschieden wurde. Da ist es so, dass wir zu 80% verloren haben. Warum zu 80%? Die Schiedsstelle hat uns 20% Recht gegeben, weil sie hat gesagt, als das Verfahren begonnen wurde, haben wir noch pro Unternehmen geurteilt. Da war nicht absehbar, dass ein negatives Urteil fällt. Und deswegen kriegt er 20% Recht, aber die CPU kriegt 80% Recht, weil jetzt sagen wir, genauso wie das OLG München, ihr müsst das bezahlen. So, daraufhin war dann die Sache, okay, wir müssen irgendeine Lösung finden. Und dann habe ich gesagt, okay, es macht jetzt für mich keinen Sinn, gerade da wir keine Riesenfirma sind und die Abgaben sind natürlich schon einige Euros gewesen, aber jetzt keine Millionenforderungen oder sowas. Und es natürlich für uns in meinem Verhältnis steht, die Kosten für Schiedsstelle, für Anwalt, für Gerichte und so weiter, dann, die dann irgendwann genauso hoch sind wie die Forderungen, macht das auch keinen Sinn. Also haben wir uns nochmal mit der CPU hingesetzt, haben gesagt, ey, es kann doch auch nicht in eurem Interesse sein, dass ihr da ewig Anwaltskosten verbrennt, wir Anwaltskosten verbrennt, man sich da ewig rumstreitet, lasst uns doch eine Lösung finden. Und dann haben wir auch eine Lösung gefunden und haben dort dann mit der CPU eine außergerichtliche Einigung gemacht. Und haben diese Forderungen dann entsprechend auch anhand dieser Einigung an die CPU bezahlt. Damit ist die Angelegenheit in unserem Fall erledigt. Bedeutet, wir befinden uns in keinem Rechtsstreit mehr mit der CPU und haben das entsprechend geklärt, bezahlen diese Forderungen und sind jetzt Ende 2023 auch einem Gesamtvertrag beigetreten, weil das ist das nächste Thema. Dieser Bitkom-Verband zum Beispiel hat ja diese 13 Euro mit der CPU vereinbart, hat aber gesagt, Mitglieder, die in diesem Verband Mitglied sind, kriegen 20% Rabatt auf diese Forderung. Also zahlen statt 13 Euro ungefähr 10 Euro. Und da ist es so, dass nicht nur der Bitkom, sondern mittlerweile auch zwei andere Branchenverbände, die Vorträge sind exakt gleich, dort abgeschlossen haben. Und dann sind wir jetzt diesem Branchenverband auch beigetreten, um halt eben in Zukunft diese 20% Rabatt auf die Forderung zu erhalten und ja, bezahlen eben. Das ist jetzt unsere Geschichte damit. Wie ist das Ganze abgelaufen? Ich möchte es einfach ein bisschen erzählt haben, weil wir gleich, wenn wir auf das Thema Agando zu sprechen kommen, anschauen müssen, okay, wie ist der Werdegang bei Agando, damit ihr das versteht, wie ist da so, ne, also da kommt jetzt ja nicht irgendwann ein Brief und sagt, zahl mal für die letzten 20 Jahre, ne, so läuft das nicht. Und ja, da wisst ihr eben Bescheid, wie das ganze Thema jetzt bei uns ist. Wie gesagt, bei uns ist das Thema gegessen. Ich habe irgendwann gesagt, die Erfolgsaussichten sind da nicht mehr hoch genug, muss es halt bezahlen und dann einigt man sich und dann macht man das. So, jetzt möchten wir uns das Ganze mal am Beispiel Agando anschauen. Also erstmal, warum mache ich das überhaupt? Auf der Webseite von Agando gibt es ja mittlerweile ein Statement, das sagt, liebe Kunden, wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass wir bedauerlicherweise verpflichtet waren, beim Amtsgericht Wilhelmshaven einen Insolvenzantrag zu stellen, nachdem gegenüber unserem Unternehmen Urheberrechtsabgaben in Millionenhöhe gefordert werden. Eben diese Abgaben kommen wir auch gleich in der Bericht dazu. So, das ist das offizielle Statement auf der Webseite von Agando, dass das der Grund eben dafür ist. Und dann habe ich gesagt, okay, Agando kann ja als auch, ne, also wie gesagt, es ist jetzt ja nicht so, dass die auf einmal einen Brief gekriegt haben, du musst jetzt hier Millionen bezahlen, ne, und friss oder stirb, sondern die wussten ja auch schon etwas länger davon. Ihr seht, wie lange, wie viele Jahre das bei uns gedauert hat. Deswegen habe ich gesagt, okay, schaue ich mal in den Jahresabschluss der Firma Agando. Den kann jeder offiziell anschauen im Bundesanzeiger. Ich kann den auch irgendwie unten drunter verlinken hier, ne? Ich habe mir das alles mal ausgedruckt. Und wir möchten uns mal zusammen diesen Jahresabschluss hier anschauen von der Firma Agando. Die Firma Agando heißt als Firma Source IT Distribution GmbH. Der Jahresabschluss ist vom Geschäftsjahr 2021, also 01.01.21 bis 31.12.21. Das ist der aktuellste Jahresabschluss, der vorliegt. Jetzt denkt ihr, wir haben jetzt Ende 23, warum gibt es erst von 21 ein? Die Fristen sind da relativ lang und Unternehmen lassen sich da meistens relativ lange Zeit. Also dieser hier wurde zum Beispiel am 4.04.2023 erst hochgeladen. Ne? Dementsprechend, ja. Also unser ist für 22 schon länger da, weil ich mir jetzt nicht so viel Zeit lasse, aber gerade bei größeren Firmen ist es schon durchaus normal, dass es halt ein bisschen dauert, bis die Jahresabschlüsse da sind. So, jetzt wollen wir uns den anschauen. Das fängt erstmal an. Source IT Distribution GmbH, gegründet 2001, also gibt es schon sehr lange. Mit dem Schwerpunkt Import, Vertrieb von IT-Hardware, Konzentration auf die Produktion von PC, Notebook und Serversystemen der Eigenmarke Agando im Jahr 2006. Okay, also anscheinend seit 2006 fertigen sie unter der Marke Agando Computer. Das heißt, ab 2006 werden sie auch
Hilfiger Zahlen haben wir 2008 den entsprechenden Urheberrechtsabgaben zahlen müssen. Einem führenden Hersteller, ja, wir kommen gleich raus, sie geben an, wie viele Stückzahlen sie verkaufen, dann kann man schon sagen, Agando ist oder war einer der Top-Player auf dem Markt. So, überwiegend an private oder gewerbliche Abnehmer, bietet einen Konfigurator, pipapo, müssen wir uns jetzt hier nicht durch den schreiben, sehen was mit Forschung, Entwicklung, dass sie ihren Online-Shop hier erweitert haben, ja, ist alles in Ordnung. Okay, kommen wir zum Wirtschaftsbericht, da erzählen sie einfach so ein bisschen, dass die Wirtschaft im Jahr 2021 in Deutschland um 2,7% gewachsen ist, der PC-Markt aber sogar um 4% gewachsen ist und deswegen der Geschäftsverlauf im PC-Bereich in 2021 positiv war. Okay. So, dann kommen Sie zu Ihrem spezifischen Geschäftsverlauf und sagen, okay, dass im Jahr 2021 Ihr Umsatz bei ungefähr 53 Millionen Euro lag, was relativ viel Geld ist, und Sie im Vorjahr 37 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, also in 21 im Umsatz stark gesteigert haben. Sie geben auch an, wie viele Stück an PCs Sie gefertigt haben, nämlich 51.525. Und dass sich das um 22,6% zum Vorjahr gesteigert hat. Wenn man jetzt ein bisschen Mathe macht, weiß man, dass sie im Vorjahr dann 42.026 Stück produziert haben müssen. Das heißt, das sind Zahlen, die sind öffentlich sichtbar, die kann jeder sehen. Wenn man sich überlegt, 50.000 PCs im Jahr ist das schon wirklich sehr, sehr viel. Wenn wir wissen, 13 Euro pro PC, ist das auch sehr, sehr viel Geld. Kommen wir gleich zu, wie gesagt. Aber hier, diese Zahlen werden nochmal wichtig. Also wir wissen, sie haben 51.525 PCs in 21 gefertigt und 42.026 in 2020. Das sind gesicherte Zahlen, die hier hervorgehen. So, dann erzählen sie noch, dass sie den Wachstum gemacht haben, weil die Preise von Grafikkarten gestiegen sind und deswegen ihr durchschnittlicher Verkaufspreis pro PC von 890 Euro auf 1033 Euro netto gestiegen ist und dass sie dann deswegen mehr pro PC verdient haben, weil sie an teuren PCs entsprechend mehr verdienen. Kurze Info zu uns, unserer durchschnittlicher Verkaufspreis liegt ganz, ganz viel höher als das hier. Also kann man sehen, Agando ist eher jemand, der hohe Stückzahlen macht, aber dafür günstigere PCs. Wir machen ja nicht mal annähernd so viele Stückzahlen wie Agando. Das ist ja Lichtjahre entfernt. In der Geschichte von Krotos Computer haben wir nicht mal 50.000 PCs produziert. Also da sind wir ganz, 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 ganz weit entfernt. Ne? Aber wir machen eben mehr hochwertige PCs, also teure PCs. Was natürlich für ZPU-Abgaben insofern, also ob der PC jetzt 500 oder 5.000 Euro kostet, ist der ZPU egal, du zahlst pro PC. Deswegen ist es natürlich schwieriger, bei einem 800-Euro-PC 13 Euro reinzurechnen, als bei einem 3.000-Euro-PC. Ne? So, dann haben sie gesagt, dass eben, weil sie so stark gewachsen sind, sie investiert haben, ihr Vermieter, also das Gebäude, wo drin sie sind, gehört ihr nicht selber, sondern ist gemietet, hat für 2 Millionen Euro eine neue Halle da angebaut, weil sie mehr Platz brauchten. Klar, wenn ich meine Stückzahlen um 22,6% steigert, dann brauche ich natürlich irgendwie mehr Platz, um die Teile zu lagern, um Leute zu beschäftigen, die da bauen können, um Installationsstationen zu haben und alles. Klar, unverständlich. Deswegen hat der für 2 Millionen eine neue Halle gebaut und sie haben nochmal für 1,6 Millionen Euro weitere Investitionen getätigt. Das sind hier automatisierte Kleinteilelager, Hochregallager, Palettendurchlaufregale, vollautomatische Palettenwickelanlage, neue Produktionsarbeitsplätze, automatische Verpackungsmaschinen. Macht ja auch alles Sinn. Ne? Also das hört sich alles sinnvoll an. Du machst mehr PCs, dann brauchst du mehr Platz und mehr Sachen, um das abzuarbeiten. So, dann kommen sie zur Ertragslage. Da können Sie sagen, okay, der Rohertrag heißt, Rohertrag bedeutet der Umsatz abzüglich dem Wareneinkauf. Ne? Der ist 9,7 Millionen und war im Vorjahr bei 6,4 Millionen, also hat sich auch deutlich gesteigert. So, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, also das, was am Ende dann rauskommt, nachdem man solche Kosten, jetzt auch Personalkosten, Werbekosten und so weiter abgezogen hat, liegt bei 1,4 Millionen, beim Vorjahr bei 1,6 Millionen. Da sagen sie jetzt, das liegt aber daran, dass sie eben diese ganzen Investitionen gemacht haben, die sie natürlich bezahlen mussten und dass sie mehr Personal eingestellt haben, um halt eben das abzuarbeiten. Macht auch Sinn, alles in Ordnung. So, deswegen schreiben sie, die Finanzlage unseres Unternehmens kann im Berichtszeitraum ganzjährig als sehr gut bewertet werden. Ja, dem würde ich auch vollkommen zustimmen. Wenn du irgendwie wenn du 9,7 Millionen Rohertrag hast und 1,4 Millionen am Ende noch übrig bleiben, kann man schon von einer positiven Finanzlage sprechen. Dann schreiben sie noch, die Liquidität unseres Unternehmens war zu keinem Zeitpunkt des Berichtsjahres gefährdet. Die langfristigen Investitionen sind durch ein Darlehen finanziert und beeinträchtigen somit nicht das Working Capital, also langfristige Informationen. Wenn du da irgendwie so ein riesen neues Lager baust, was ein paar hunderttausend kostet, dann machst du das im Kredit über die nächsten Jahre, ist auch vollkommen normal. Sie schreiben auch, dass die Eigenkapitalquote vorher aber 1,1 Millionen lag und jetzt bei 2,1 Millionen, wenn sie 2,1 Millionen liquide Mittel haben, wo ich auch dann mitgeben würde und sage, die Liquidität, wenn du 2 Millionen an Cash hast, dann
sollte die nicht gefährdet sein. Das passt schon so. So, dann schreiben Sie nochmal, Liquidität ist gesichert und Kursrest, Investitionen sind ausreichend Eigenmittel zur Verfügung, auch nicht ausgeschöpfte Kreditlinien bei den Hausbanken. Und schreiben auch, dass die meisten Kunden halt vorab bezahlen und sie deswegen das Geld da haben. Ne? Alles in Ordnung. So, dann schreiben Sie jetzt hier, dass Sie eine Prognose, weil jetzt wird es nämlich interessant, weil Sie haben diesen Geschäftsbericht, wenn wir uns gucken, schreiben ja wann Datum, also der wurde festgestellt vom Geschäftsführer am 9. November 2022. Also konnten Sie ja schon relativ viel über das Jahr am 9. November 2022, kannst du schon relativ gut sagen, wie 2022 gelaufen ist. Da schreiben Sie jetzt nämlich, die weitere Entwicklung des Geschäfts im Geschäftsjahr 2022 und möglicherweise darüber hinaus wird erheblich durch den im Februar begonnenen Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Effekte beeinflusst. Entwicklung der Energiepreise, die steigende Inflation und Unsicherheit in Bezug auf die persönliche, gesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Zukunft hat zu einer erheblichen Veränderung des Konsumverhaltens sowohl im privaten als auch im gewerblichen Konsumenten geführt. Dies ist im gesamten europäischen Arbeitsmarkt, insbesondere aber in Deutschland, geprägt von einer breiten Kaufzurückhaltung. Da gehe ich auch vollkommen mit, das kann ich aus unserer Erfahrung genauso sagen. Zu Corona war es für uns PC-Bauer eigentlich noch gut, weil die Leute waren zu Hause und dann kaufst du halt einen PC, wenn du zu Hause bist. Wenn du nirgendwo hingehen kannst und nicht in Urlaub fahren kannst, ja, dann kaufst du einen PC, das kannst du zu Hause auch machen. Da musst du keinen anderen für sehen. Wurden viele PCs gekauft. Jetzt, Anfang 2022, als der Ukraine-Krieg losging, war das anders, weil auf einmal Energiepreise sind enorm gestiegen, Preise in Supermärkten für Lebensmittel sind enorm gestiegen, eigentlich in allen Bereichen sind enorm gestiegen. Da haben die Leute natürlich erstmal gesagt, ein PC ist nichts, was ich jetzt zum Leben brauche oder sowas. Ich muss essen, ich muss mein Haus heizen, ich muss Miete bezahlen, das ist klar. Aber ich brauche keinen PC zum Überleben, ich kann auch ohne PC überleben. Und ich halte das Geld erstmal ein bisschen zusammen, ich muss vielleicht eine hohe Nachzahlung für Strom, Gas oder andere Energie bezahlen, da kaufe ich mir jetzt erstmal keinen PC. Und das kann ich auch bei uns voll sagen, dass in 2022 die Stückzahlen schon deutlich gesunken sind und viel weniger Leute PCs gekauft haben, einfach weil das Geld knapper war. Ja, ist vollkommen richtig, ist nicht nur bei uns, ich habe auch mit anderen Themen gesprochen, da wurde es genauso beurteilt und Agando schreibt es hier genauso, 2022 wird aufgrund des Ukraine-Kriegs da entsprechend negativ sein, ja. Gehe ich auch vollkommen mit. Weil jetzt schreiben sie nämlich, wir rechnen für unser Unternehmen als auch für die IT-Branche daher mit einem erheblichen Umsatz- und Ertragsrückgang. Für die Source-IT-Distribution, also Firma Agando, ist daher mit dem Blick auf die gestiegenen Gesamtkosten, unter anderem durch die hohen Investitionen, ein negatives Betriebsergebnis für 2022 zu erwarten. So, das heißt, sie haben jetzt, also im Jahresabschnitt 21, den sie am 9. November 22 ja festgestellt haben, wo du ja schon relativ viel über 22 weißt, haben sie schon gesagt, wir werden in 2022 einen Verlust machen, weil einfach wir Investitionen gemacht haben, wie jetzt diese neue Halle, diese ganzen neuen Geräte, viel mehr Mitarbeiter eingestellt haben und jetzt auf einmal viel weniger Leute PCs gekauft haben und dadurch machen wir halt Minus. Ja, vollkommen nachvollziehbar und das kann ich auch sagen, Krotus Computer hat im Jahr 2022 auch keinen Gewinn erwirtschaftet und auch andere Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, haben 2022 auch keinen Gewinn erwirtschaftet. Das ist in der Branche einfach so. Du musst halt in den Jahren davor genug verdient haben, dass du sowas dann abfedern kannst. Aber ja, das ist jetzt nicht, dass man jetzt Agando sagen kann, ey, ihr habt in 22 scheiße gearbeitet oder sowas. Nein, kann man absolut nicht sagen. Für Ukraine-Krieg und diese Kaufsäulen konnte ja niemand was. Und wenn du vorher siehst, die haben auf einmal 22% mehr Stückzahlen gemacht, ja, natürlich investierst du dann. Jetzt konnte ja jetzt niemand ahnen, dass Ukraine-Krieg kommt. Also da kann man jetzt absolut keinen Vorwurf machen. Und wenn du solche Kosten hast, die Fixkosten, wie jetzt für eine Miete von einem Objekt, für irgendwelche Maschinen oder welche Sachen, die du da hast, für Mitarbeiter, die du hast, das kannst du jetzt nicht auf einmal reduzieren. Ne? Also klar, wenn weniger Leute PCs kaufen, kaufst du weniger Teile. Klar, so. Aber ich sag mal, die laufenden Kosten, die laufen natürlich weiter und die sorgen dann eben dafür, dass du dann da kein positives Betriebsergebnis hast. Ist auch erstmal, kann man jetzt nicht negativ ankern. Kann man jetzt nicht sagen, oh, Agando hätte schlecht gewirtschaftet, irgendwas falsch gemacht oder so. Ist halt einfach so. Aber sie schreiben auch, dass sie entsprechend damit rechnen, dass sich die Kaufkraft wieder erhöht. Weil sie schreiben dann, die gesamtwirtschaftliche Situation und die Effekte liegen halt im Blick auf die Zukunft. So, die Entwicklung der Ertragskraft hängt an der Kaufbereitschaft der Konsumenten ab.
Klar, wenn wieder mehr Leute PCs kaufen, dann wird auch wieder mehr verdient. Keine Frage. Und dann schreiben sie auch, dass nach den stark gestiegenen Preisen für Grafikkarten in 2021 die Preise wieder gesunken sind. Das heißt, die PCs von Agando wurden noch günstiger. Und das schreiben die, teils ist dieser Rückgang erheblich, was zu einer Belastung der Durchschnittsmarge führt und damit die Ertragslage negativ beeinflusst. Also wisst ihr, wo die Grafikkarten so super teuer waren, hat Agando mehr Geld verdient, weil die PCs teurer waren. Jetzt sind die Grafikkarten nicht mehr so teuer und auch andere Komponenten. Das heißt, sie verdienen jetzt wieder weniger pro PC. Das heißt, die Ertragslage ist dadurch auch negativ beeinflusst. So, das ist natürlich nicht so gut. Dann schreiben sie hier bei den Risiken, die Auswirkungen der jüngsten irgendeinen Entwicklung auf die finanzwirtschaftliche Situation unseres Unternehmens liegen auf der Hand. Das zu erwartende negative Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2022 wird zu einer sinkenden Eigenkapitalquote führen. Klar, wenn du einen Verlust machst, ist natürlich das, was wir hier vorher gesehen haben, dass sie ungefähr 2 Millionen Cash da haben und du machst auf einmal 1 Million Verlust, ist natürlich nur noch 1 Million von dem Cash da. Klar, kein Problem, ne? Aber sie hatten ja vor, hat man ja gesehen, hatten ja Geld angespart. So, dann schreiben sie jetzt aber hier, zum derzeitigen Zeitpunkt rechnen wir mit einer Erholung im ersten Quartal des Jahres 2023. Ne? Also das haben sie am 9. November 2022 hier geschrieben. Das muss ich auch sagen, das Jahr 2023 ist auf jeden Fall wieder deutlich positiver. Es werden wieder viel mehr PCs gekauft. Wir haben diese negativen Effekte nicht mehr und das können wir auch bei uns sehen, dass wir unseren Umsatz und unser Betriebsergebnis dadurch natürlich auch in 2023 wieder deutlich steigern konnten. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht fertig mit 23, deswegen kann ich nur sehen, das, was bis jetzt ist, wird aber relativ positiv sein, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wenn unser Jahresabschluss dann irgendwann nächstes Jahr fertiggestellt ist, kann ich natürlich sehen, wie viel genau, aber wird auf jeden Fall deutlich positiver sein. So viel kann ich jetzt schon sagen. Das sieht Agando genauso, wo ich mitgehe, weil, wie gesagt, es liegt daran, wenn die Leute jetzt wieder Bock auf PCs haben, kaufen die mehr, nicht nur bei uns mehr, sondern auch bei Agando mehr oder bei anderen Firmen mehr. Ne? Das ist, wie gesagt, eine generelle Sache. So, jetzt schreiben sie aber noch, dem Risiko der Zahlung von Urheberrechtsabgaben für unser Unternehmen seitens der ZPÜ, also das, was sie in der Begründung der Insolvenz geschrieben haben, wird in Form von Rückstellungen Rechnung getragen. So, weil ich dachte nämlich jetzt erst, okay, Agando, ihr schreibt, dass Urheberrechtsabgabe in Millionenhöhe, ihr müsstet doch wissen, dass Urheberrechtsabgaben gezahlt werden müssen. Habt ihr keine Rückstellung gebildet? Weil das wäre natürlich schlecht, wenn man sagt, okay, ich gehe so davon aus, dass ich gewinne, dass ich keine Rückstellung mache. Deswegen dachte ich erst, oh, Agando hat gar keine Rückstellung dafür gebildet und ist deswegen jetzt in diese Schieflage gekommen. Aber nein, Agando schreibt, sie haben Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen richten sich fortlaufend nach der aktuellen Rechtsprechung zu der Thematik aus. Die gesamtwirtschaftliche Situation unseres Unternehmens sehen wir trotz der aktuellen Situation als nicht gefährdet an. Also, für den Geschäftsbericht 21, den Sie am 9. November 22 gemacht haben, sagen Sie, dass trotz dieser Forderung, also Sie wussten davon den Forderungen, klar, sagen Sie, wir haben Rückstellungen gebildet und die wirtschaftliche Situation ist davon aber nicht beeinträchtigt. Okay, das scheint jetzt hier im Dezember 23 anscheinend anders sein. Sonst hätten sie keine Insolvenz angemeldet. Warum das vielleicht so ist, kommen wir nämlich gleich dazu. So, ne, aber hier haben sie noch gesagt, wir haben Rückstellung gebildet, wirtschaftliche Situation ist nicht gefährdet dadurch. So, dann schreiben sie hier so ein bisschen Chancen, wo sie weiter wachsen können. Hier, sie können mehr über Marktplätze wie Amazon und Otto verkaufen, sie können mehr Server, mehr Workstations verkaufen, mehr an gewerbliche Anbieter verkaufen, pipapo, okay, das ist jetzt erstmal nicht so interessant. So, dann kommt hier die Bilanz, ich bin kein Bilanzbuchhalter oder sonst irgendwas, ne, also meine Kenntnisse sind da, dass ich mal ein paar Semester Wirtschaftsinformatik studiert habe und da BWL-Vorlesungen hatte und halt selber jedes Jahr meine Bilanz mit meinem Steuerberater durchspreche, deswegen, wenn ihr jetzt irgendwelche Bilanzbuchhalter hier habt, ihr könnt das bestimmt noch viel besser hier ausklamüsern, das soll uns jetzt erstmal auch so gar nicht so doll interessieren. So ein paar Sachen wollen wir uns angucken. Wir haben hier das Eigenkapital, was eben mit 2,1 Millionen angegeben ist, was ja schon gesagt wurde, wo es resultiert aus einem Gewinnvortrag von 1.114.000. Also Gewinnvortrag heißt Gewinn, der in den vergangenen Jahren gemacht wurde und bereits versteuert wurde, weil du musst ja jedes Jahr deinen Gewinn versteuern. Der wird dann schon mal vorgetragen, entsprechend ist Verlustvorteil ist das gleiche, ne? Also wenn du Verlustfeuer machst, kannst du ihn auch vortragen, wenn du dann danach wieder Gewinn machst, wird erstmal dieser Verlust ausgeglichen, dafür musst du dann keine Steuern bezahlen und dann erst danach, ne? So, und dann haben sie natürlich entsprechend hier 1,1 Millionen Gewinnvortrag gemacht, haben 1 Million Jahresüberschuss gehabt, ne? Also haben sie 2,1 Millionen Eigenkapital.
kommt hin. So. Und der Punkt B, haben sie aber auch noch Rückstellungen. Und zwar haben sie dort aktuell Rückstellungen von 2,5 Millionen Euro. Das sind 850.000 mehr als im Jahr davor. Sie hatten vorher keine Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten. Jetzt haben sie 702.000 Euro Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten. Das passt aber davon, was wir gelernt haben. Sie hat investiert in ihre neue Hallenausstattung und also ein Pipapo. Ihr neues Lager, was sie da gemacht haben. Automatisches Lager, Palettenlager, Hochregallager, wie auch immer. Das haben sie auch geschrieben, ist mit dem langjährigen Kredit abgesichert. Okay. So, und entsprechend hier in der Gewinn- und Verlustrechnung rechnen Sie dann nochmal, wie Sie auf diese 997.000 Euro Gewinn kommen. Da sieht man eben Rohergebnis eben 9,7 Millionen und das ist natürlich der größten Punkte, die abgehen, sind ein Personalaufwand, wovon 2,9 Millionen, also ungefähr 3 Millionen Euro ist Personalaufwand, also Löhne und Gehälter, Sozialabgaben und all so ein Gedönse ist da drin. Wir kommen auch am Ende dazu, weil Sie geben nämlich an, dass Sie Mitarbeiter, also halt 71 Mitarbeiter haben und wenn du 71 Mitarbeiter bezahlen musst, dann macht das schon Sinn, dass du 3 Millionen Euro Personalaufwand im Jahr hast, was aber auch wieder dazu führt, du kannst jetzt nicht auf einmal von heute auf morgen einen Mitarbeiter rausschmeißen und wenn du auf einmal viel weniger Aufträge hast, musst du erstmal das Gehalt für die weiterbezahlen, ne? Das ist natürlich schwierig. So, und der nächste große Punkt ist hier sonstige betriebliche Aufwendungen, 5,3 Millionen. Da sind natürlich solche Sachen drin, wie jetzt eine Miete für deren Lagerhalle, ne, oder Werbekosten und all so ein Gedönse, ne. Das ist hier nicht genau aufgeschlüsselt, aber das ist natürlich der nächste große Punkt, die man auch nicht so schnell reduzieren kann. Also klar, Werbeausgaben kann man natürlich reduzieren, aber die Miete für deine Halle kannst du jetzt nicht so einmal, ne. Also du schließt normalerweise, gerade wenn dein Vermieter für 2 Millionen dir da irgendwas Neues hinbaut, will der irgendwie einen 10-Jahres-Mietvertrag oder noch länger haben, dass du da entsprechend drin bleibst, ne, ist ja klar. Sieht aber alles erstmal okay aus. Hier, ne, da ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist irgendwie unplausibel oder sonst irgendwas. Sieht nach einer gesunden Firma aus. 2 Millionen Eigenkapital, 1 Million Jahresüberschuss hier. Alles super, ne? Also, wenn man das so anguckt, kann man es nicht sagen. Und hier diese 2,5 Millionen Euro Rückstellung, hätte ich jetzt auch erstmal gesagt, okay, da ist ja gar nicht schlecht. So. Dann schauen wir jetzt hier ein bisschen weiter. Und dann sehen wir hier, okay, die, dass die Firma dem, also Herr Jörg Fessel ist der Geschäftsführer, dass die Firma dem ein Darlehen von 250.000 Euro oder 248.000 Euro, 798 Euro und 80 Cent gegeben hat bis 24, also die Firma hat dem Geschäftsführer ein Darlehen gegeben, ist jetzt auch erstmal nichts Schlimmes, ne, kann man ja durchaus machen, ne, anstatt sich bei der Bank das Geld zu holen, wenn seine Firma da 2 Millionen Cash liegen hat, dann kann man auch mal einem 250.000 Euro Darlehen geben, ist ja erstmal okay. So, jetzt kommen wir aber zu den Rückstellungen. So, weil den haben Sie nochmal als gesonderten Punkt. Die sonstigen Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus der Rückstellung für Abgabe von Urheberrechtsansprüchen, Jahresabschlusskosten sowie Rückstellung für Personalkosten. So, Jahresabschlusskosten ist irgendwie sowas, dass hier so ein Jahresabschluss gemacht wird und den irgendein Wirtschaftsprüfer testiert und so ein Gedönse. Ne? Das ist klar, Rückstellung für Personalkosten auch okay. So, aber uns interessieren die Urheberrechtsabgaben, ja, weil da geht es ja in dem Thema darum. So, jetzt schreiben Sie dadurch einen ganzen Absatz, den möchte ich mal vortragen. In den Rückstellungen ist ein Betrag für die Jahre 2008 bis 2021 rückständige Urheberrechtsabgabe in Höhe von insgesamt 1.200.000 Euro, ein paar kleine, zuzüglich Verzugszinsen in Höhe von 201.000 Euro enthalten. Basis der Rückstellung sind Rechnungen der Zentralstelle für private Überspielungsrechte, ZPÜ. Die Bildung der Rückstellung erfolgte, da die Urheberrechtsabgaben teilweise strittig und seit Jahren vor Gericht anhängig sind. Wie ich erklärt habe, ist erstmal vollkommen richtig. Es ist auch da in 21 noch nicht genau klar gewesen, wie geht denn das so weiter? Muss das jetzt gezahlt werden oder nicht? Was Sie da schreiben, vollkommen recht, sind strittig, gibt noch kein abschließendes Urteil. Deswegen haben wir erstmal Rückstellung gemacht, ne, und warten das ab. Vollkommen okay. So, die Bewertung dieser Rückstellung erfolgte nach demselben Bewertungsparametern des Vorjahres. Die Rechtsprechung des Jahres 2021 wurde beachtet. Die Auswertung dieses Gerichtsverfahrens und die Bestimmung der Berechnungsparameter für die Bildung der Rückstellung erfolgte durch die Geschäftsführung, also durch den Herrn Jörg Fessel da. Eine Prüfung der Auswertung bzw. die Berechnung wurde nicht durch den Steuerberater durchgeführt und ist auch nicht Gegenstand des Auftrags. Das ist eine Stelle, wo ich jetzt ins Stutzen gekommen bin. Weil ich habe mir gedacht, okay, Sie haben also 1,2 Millionen Euro Rückstellung für ZPÜ gebildet. Das kam mir jetzt, nachdem ich 50.000 PCs gelesen hatte, und das ist Agando ja seit 2006 PCs produziert und die Rückstellung für die Jahre 2008 bis 2021 sind etwas wenig vor. Ich dachte mir, wenn du 50.000 PCs im Jahr machst und es geht um die Jahre 2008 bis 2021,
kommen mir 1,2 Millionen Euro etwas wenig vor. Besonders zu den Zinsen kann ich sagen, die ZPÜ verlangt Zinsen in Höhe von 5% über Basiszinssatz. Der war lange Zeit bei 0. So, 5%, wenn die Forderung 1,2 Millionen sein soll, mit 5% Zinsen, 200.000 Euro Zinsen angehäuft, das hat für mich irgendwie nicht gepasst. Das ist also die Zinsen kommen mir irgendwie viel zu hoch vor und dieser Urheberrechtsabgelt, die zurückgestellt haben, kommt mir zu niedrig vor für die Jahre 2008 bis 2021, nachdem wir die Stückzahlen da entsprechend gesehen haben. Und dann habe ich gelesen, dass extra reingeschrieben wurde, dass der Steuerberater, der diesen Jahresabschluss hier aufgestellt hat, nicht die Rückstellung berechnet hat, sondern dass der Geschäftsführer gesagt hat und quasi der Geschäftsführer gesagt hat, hier, schreibt das mal als Rückstellung da rein. Und der Steuerberater schreibt extra, er hat es nicht durchgeführt und nicht geprüft. So, und da bin ich stutzig geworden. Weil, also ich habe das so gemacht, ich habe die Rechnung von denen bekommen, habe das meinem Steuerberater geschickt, habe gesagt, hier ist die Rechnung von denen, bitte pack das in den Jahresabschluss als Rückstellung ein. Okay, Sache gegessen. Hier scheint es wohl anders zu gewesen sein, dass der Geschäftsführer sagte, ja, schreib mal X Summe da rein oder so. So, und da habe ich mir gedacht, irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen. Also was vorher war das okay, aber das hat mich stutzig gemacht. So, dann kommen wir so ein bisschen, wir hat 71 Mitarbeiter, pipapo, alles okay. Und dann kommt hier noch so ein bisschen was vom Wirtschaftsprüfer, diese ganzen Zahlen wollen wir jetzt alle mal nicht drauf eingehen. So, deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wir müssen uns mal genauer anschauen, was mit diesen 1,2 Millionen ist. So, also habe ich mal eine Rechnung aufgemacht. Ich weiß ja nicht in jedem Jahr, wie viele PCs Agano verkauft hat. Ich weiß aber für 2 Jahre sicher, wie viele PCs sie verkauft haben, weil das schreiben sie ja hier offiziell in ihrem Jahresabschluss, dass sie in 2021 51.525 PCs verkauft haben, was 22,6% war im Jahr vor, also müssen sie im Jahr davor 42.026 PCs verkauft haben. Das heißt, ich weiß, wie viele PCs haben sie 21 verkauft und wie viele haben sie 20 verkauft. Darauf kann ich jetzt berechnen, wie viele Abgaben sie bezahlen müssen. So, jetzt muss man wissen, wie werden diese Abgaben berechnet. Wir haben ja gerade gehört, normaler PC 13 Euro ein paar zerquetschte, Workstation-PC oder Business-PC 4 Euro. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viele PCs Agando an gewerbliche Kunden verkauft hat. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, weil was wir wissen ist, dass Agando, wie sie schreiben, einen Großteil an Privatpersonen hier verkauft. So, und jetzt ist es so, dass man bei der ZPÜ 2 Möglichkeiten hat. Man kann entweder sagen, ich sage dir genau, ich habe x Stück an Privatpersonen verkauft und y Stück an Geschäftskunden. Dann musst du aber alle die ganzen Rechnungen beibringen und sagen, hier, da habe ich an den Geschäftskunden so viel verkauft, so viel und so, weil sonst könntest du auch einfach sagen, ja, ich habe, weiß ich nicht, 50.000 PCs verkauft, 45.000 davon waren an Geschäftskunden, ne? Obwohl du das gar nicht gemacht hast. So, deswegen sagen die, wenn du das machst, musst du halt entsprechende Belege nachweisen. Agando, wie gesagt, sie haben selber gesagt, sie verkaufen ganz viel an Privatkunden über Marktplätze und so, da kaufen keine Businesskunden. So, das heißt, man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der PCs an Privatkunden verkauft wurden. Da gibt es eine 2. Möglichkeit, die ZPÜ bietet. Und dann musst du da keine Rechnungen hinschicken, sondern nur halt deine Stückzahl melden. Und zwar ist das die Berechnung nach der sogenannten IDC-Quote. Die IDC ist so eine Organisation, die macht irgendwelche Berechnungen, wie die darauf kommen, weiß ich auch nicht, und sagt halt, im kompletten PC-Markt wurde x% an PCs an Firmen ausgeliefert und x% an Privatkunden. Und da gibt es eine Quote. Diese Quote war lange Zeit zwischen 52% und 55%, die an gewerbliche Kunden ausgeliefert wurden. Das ist so für wie Agando und uns gut, weil wir ja gar nicht so viele an gewerbliche Kunden ausliefern. Und jetzt ist es so, dass diese Quote, also ich weiß nicht, ob man die öffentlich irgendwie sehen kann, ich weiß die, weil wir mit der ZPÜ zu tun haben, haben die uns ja jedes Jahr geschickt, das ist die aktuelle IDC-Quote. Ne? Und für das Jahr 2021 lag die auf einmal nur noch bei 0,20, also bei 29%, die an gewerbliche Kunden verkauft wurden. So, jetzt bin ich mir relativ sicher, dass Agando eine Berechnung nach IDC-Quote angestrebt hat. Das heißt, wir wissen, sie haben 51.525 PCs verkauft. Die IDC-Quote war 29%. Das heißt, wir können uns ausrechnen, ne, dass sie eine Urheberrechtsabgabe an die ZPÜ nur für 21 von 535.000 Euro ungefähr bezahlen mussten. So, und jetzt wissen wir, okay, wir wissen, wie viele PCs sie 20 verkauft haben. Ne, da war die IDC-Quote übrigens noch 42%, also 0,42%.
Und dementsprechend wissen wir ja auch die Stückzahl da und wissen, dass sie dort eine Urheberrechtsabgabe an der CPU von 387.000 Euro ungefähr bezahlen mussten. Das heißt, das sind 2 Jahre, wo wir gesichert sagen können, so viel mussten die bezahlen. Und also wir, außer jetzt kommt auf einmal, sie halten ja 90% an Geschäftskunden verkauft, was ich aber für sehr, sehr abwegig halte. Das heißt, mit einem sicheren Zahlenmaterial, was wir sicher aus den offiziell verfügbaren Zahlen haben, ist alleine schon 922.824 Euro nur für 20 und 21 an ZPÜ-Abgabe. Und dann sagen sie von 2008 bis 21 nur 1.200.000 Euro an Rückstellung für diese Abgaben und das wäre anhand dieser Rechnung. Das ist der Punkt, wo ich sage, da stimmt irgendwas nicht. Da wurden meiner Meinung nach zu wenige Rückstellungen gebildet. Ja, warum auch immer, ne? Also klar, alles, was ich an Rückstellung bilde, habe ich erstmal nicht mehr an Kapital da. Wenn es jetzt mal ein Jahr nicht so gut läuft, ist es natürlich dann auch negativ, ne? Das ist natürlich schlecht. Und wenn ich diese ganze Rückstellung habe, schmindert sich erstmal mein Gewinn natürlich, ne? Weil ich das an Rückstellung zurückstellen muss. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, gut, ich mache weniger Rückstellung, weil ich denke, wir gewinnen sowieso und ich muss gar nicht am Ende so viel zahlen. Aber das passt halt eben nicht mit dem, was hier geschrieben wird, dass sich die Basis die Rechnungen der ZPÜ wären, weil die Rechnung für 21 und 20 zusammen müssten ja schon 900.000 sein. Und dann mit dem hier, die Berechnung hat durch den Geschäftsführer erfolgt und der Steuerberater hat das nicht angeguckt und nicht verifiziert. So, das kam halt eben sehr komisch vor und das belegen diese Zahlen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen weiter gesucht und dann habe ich einen Artikel gefunden vom 15. August 2017 von Radio Jade. Die Computerfirma Agando zieht am Wochenende 19.08. in die Halle des ehemaligen Opti-Gebäudes in Jever um. Dazu ist die 4.750 Quadratmeter große Halle für rund 1,5 Millionen Euro erneuert worden. Am neuen Standort seien alle Bereiche komfortabler und größer, so Geschäftsführer Jörg Fessel im Interview mit dem Jeverschen Wochenblatt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen rund 30.000 Computersysteme verkauft. So, wir wissen also, dass, also im Jahr 2017 haben sie gesagt, im vergangenen Jahr, also 2016, haben sie ungefähr 30.000 PCs verkauft. Jetzt habe ich mal diese Rechnung weitergesponnen und habe gesagt, okay, die IDC-Quote, wie gesagt, in den Jahren davor war immer zwischen 52% und 55%. Ich habe jetzt aber mal 53% angesetzt für die Jahre 19, 18, 17 und 16 und habe jetzt einfach mal gesagt, 16, 17, 18, 19 hatten sie in jedem Jahr 30.000 PCs. Was eher konservativ ist, weil seit hier 2016 rund 30.000 und ich denke, sie werden ja nicht in die größere Halle gegangen sein, wenn sie weniger verkauft haben. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, sie hätten nur 30.000 verkauft. Und dann haben sie ja gesagt, in 22, weil also für 22 haben wir hier noch keine Zahlen, aber die ZPÜ hat natürlich in 23 gefragt, was das 22 entsprechend verkauft. Sagen wir jetzt einfach mal, dass sie, haben wir gesagt, das ist ein erheblicher Rückgang. Wir sagen jetzt einfach mal, sie haben noch die Hälfte an PCs verkauft. Also noch 25.000 habe ich jetzt einfach mal geschätzt. Also wie gesagt, das, die 25.000 sind eine grobe Schätzung. Einfach mal die Hälfte vom Vorjahr. Die IDC-Quote in 22 war übrigens nur noch 0,23, also ist immer weiter runtergegangen. Und jetzt habe ich das mal zusammengerechnet. Also nur 16 bis 22 und komme dort schon auf eine Forderung von ungefähr 2,2 Millionen Euro, die dort sich angesammelt hat, wenn man eben diese Zahlen noch mit dazu nimmt. So, jetzt sind wir erst bei 2016 und sind schon bei 2,2 Millionen Euro. Und jetzt gibt's ja noch 15, 14, 13, 12 und so weiter. Da weiß man natürlich nicht, also 2008 werden die bestimmt nicht 30.000 PCs verkauft haben, keine Frage. Weiß ich nicht, wie viele sie da verkauft haben, möchte ich jetzt auch keine Schätzung zu abgeben. Aber das Bild wird doch schon immer deutlicher, dass diese 1,2 Millionen Euro, die angeblich für die Jahre 2008 bis 2021 zu zahlen wären und die als Rückstellung gebildet wurden, zu gering sind und nicht stimmen können. Und jetzt kommen wir langsam dem ein bisschen auf die Schliche, warum jetzt hier die Insolvenz da ist. Na, wie gesagt, auch diese Berechnung hier, ne, kann ich euch gerne mal anhängen, ich da oder könnt ihr auch gerne nachrechnen. So, wie gesagt, jetzt wollen wir uns nicht hier dann noch weiterkommen, aber wir haben gelernt, eigentlich das normale Geschäft der Firma Agando ist wirklich solide gewesen, haben ordentlich Gewinn gewirtschaftet, haben das auch investiert, um mehr Gewinn zu wirtschaften, macht alles Sinn. Aber was das Thema Rückstellung für ZPÜ angeht, kann etwas nicht stimmen. So, und jetzt wollen wir hier das Ganze mal weitermachen und wollen zu meiner Vermutung kommen. Alles, was ich jetzt sage, kann ich nicht durch harte Fakten, also wie gesagt, diese, ne, also was hier im offiziellen Geschäftsbericht ist, sind harte Fakten, das kann ich sagen. Alles, was ich jetzt sage, ist eine Vermutung von mir, die kann ich nicht offiziell bestätigen. Das ist jetzt was, was ich mir aus diesen Informationen, die hier kommen, so mir zusammendenken kann.
Meine Vermutung ist, dass die Firma Agando sehr, sehr lange gedacht hat, wo es ja auch positiv aussah, wir müssen diese Forderung nicht zahlen oder sehr viel weniger zahlen. Deswegen haben sie weniger Rückstellung gebildet, um eben ein positives Betriebsergebnis zu haben. Und das Ganze ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen, weil, jetzt sagen wir mal, also sie hatten ja 2 Millionen Euro Eigenkapital, über 2 Millionen Euro Eigenkapital plus die Rückstellung von 1,2 Millionen, also 3,2 Millionen eigentlich, was ja relativ viel wäre. So, dass wenn diese Forderung jetzt kommt, jetzt selbst, obwohl sie geringe Rückstellung gehabt haben, dass sie eigentlich bezahlen könnten. So, jetzt haben wir aber gesehen, dass im Jahr 2022 ja schon gesagt wurde, dass ein negatives Ergebnis erwartet wird. Wie negativ das ist, wissen wir nicht. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, aber es wird ein negatives Ergebnis erwartet. So, und meine Vermutung ist jetzt, dass in 2022 ein negatives Ergebnis eingefahren wurde, was sogar negativ war, dass ein signifikanter Anteil dieses Eigenkapitals weg ist. Es ist vielleicht nicht die ganzen 2 Millionen weg, wissen wir nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ne? Aber es ist vielleicht nur noch 1 Million da oder weniger als 1 Million oder sowas. Im Worst Case vielleicht auch gar nichts, ne? Das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist dieses Eigenkapital deutlich geringer. So, und jetzt ist es so, wir haben ja gesehen, dass Ende 22 und jetzt im Jahr 23 diese Erfolgsaussichten deutlich schlechter geworden sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch Agando mit dem neuen Richter vor dem OLG München ihre Klage verloren hat. Und jetzt gesagt wurde, du musst jetzt diese Forderung bezahlen. So, und ist aufgrund der Rechtsprechung, eben wie gesagt, Behörde am BGH wurde nicht angenommen, ist jetzt da einfach wie an dem Punkt sind, wo gesagt wird, sie muss die ganze Zeit nicht zahlen, weil der Rechtsstreit wird immer weiter vorangetrieben, aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo der Rechtsstreit nicht mehr weiter vorangetrieben werden kann und jetzt einfach gezahlt werden muss. So, was durchaus realistisch ist, wie lange Agando schon mit dem da ist und wie gesagt, Anfang 2023 der neue Richter, negative Entwicklung da, das kann also durchaus sein. So, und dann ist es natürlich so, dass die ZPÜ über eine sehr lange Zeit eine Forderung angesammelt hat und natürlich auch dann 100.000 Euro Zinsen haben will, wenn du seit Jahren nicht bezahlt hast und so hohe Forderungen hast, kommen natürlich auch sehr, sehr viele Zinsen zusammen. So, und dann jetzt die ZPÜ auf einmal gesagt hat, wir haben eine Forderung von, keine Ahnung, 3 Millionen Euro oder vielleicht noch über 3 Millionen Euro, 3,5 Millionen Euro oder irgendwie sowas. Na, weil wenn ich jetzt ja hier schon auf 2,2 Millionen von 16 bis 22 gekommen bin, halte ich irgendwas über 3 Millionen von 2008 bis 22 für durchaus realistisch. Dann noch Zinsen dazu angeschrieben, 200.000, also 3 Millionen Euro aufwärts halte ich für durchaus realistisch. Dass sie jetzt gekommen sind und sagen, wir wollen über 3 Millionen Euro von euch haben. Ich habe da so Zahlen gehört, um wie viele PCs es gehen soll, um wie hoch die Forderungen sein können, da ich diese aber nicht offiziell habe, auch das nur so gehört habe, zwar aus Quellen, wo ich denke, die könnten da Ahnung haben, möchte ich diese Zahl jetzt nicht sagen. Aber sie ist auf jeden Fall auch deutlich höher als diese 1,2 Millionen und deckt sich so mit meinen Schätzungen von 3 Millionen Euro aufwärts. Ja, jetzt ist die ZPÜ also dann gekommen und hat gesagt, so, jetzt kann es nicht mehr, ne? Also ich meine, ich sag mal so, Agando muss natürlich gewusst haben, okay, so und so viele stehen noch aus und wir könnten ein Problem kriegen, wenn wir bezahlen müssten. In 21 noch nicht unbedingt, weil sie haben gesagt, naja, wir haben ja 2 Millionen Euro Eigenkapital, 1,2 Millionen Rückstellung ist ja noch okay, aber mit dem Hinblick, dass halt 22 sich negativ für die entwickelt hat, sie die neue Halle da gebaut haben, mehr Mitarbeiter, alles und auf einmal nicht mehr die Bestellung reinbekommen haben, ne, sich das Ganze also negativ entwickelt hat, auf einmal das Eigenkapital jetzt weniger war, sie jetzt final verloren haben, wovon sie ja eher nicht so ausgegangen sind, war auf einmal die Rückstellung nicht mehr hoch genug. So, und dann kommt es natürlich in das Problem hier, dass du auf einmal sagen musst, so, jetzt müssen wir Insolvenz anmelden, weil die Forderung der ZPÜ so hoch ist, unsere Rückstellung nicht passend dazu, wir nicht mehr genug Eigenkapital haben, dass wir das nicht bezahlen können, weil die ZPÜ sagt natürlich dann jetzt, so, die Forderung ist jetzt, bitte bezahl mal in einer Woche. Ne? Also da kommt jetzt nicht, ja, kannst du mal in 5 Jahren bezahlen, sondern jetzt bezahlen. Was ich sagen kann, ist, dass uns die ZPÜ zum Beispiel auch eine Ratenzahlungsvereinbarung angeboten hat. Allerdings war diese Ratenzahlungsvereinbarung über 6 Monate. Das ist jetzt, wenn du nicht so eine hohe Summe hast, alles okay. Nur, wenn du jetzt da Millionen bezahlen musst, ob du die jetzt oder über 6 Monate bezahlt hast, selbst wenn sie wieder 1 Million im Jahr erwirtschaften, so, das hilft ja nicht. Dann hast du in einem halben Jahr vielleicht 500.000 erwirtschaftet, wobei das auch immer schwierig ist mit das Weihnachtsgeschäft ist tendenziell natürlich immer stärker als im Sommer und so, ne? Das heißt, du wirst das nicht gleichmäßig über das Jahr. Dementsprechend bringt so eine 6 Monate Ratenzahlungsvereinbarung da jetzt auch nicht so viel bei so einer großen Summe. Dies, also
müsste über die nächsten Jahre sein, weil wir schreiben, also hier wieder offiziell dasselbe von Agando, da die Auftragslage des Unternehmens und die Marktsituation insgesamt als sehr gut zu bewerten sind, besteht eine positive Fortführungsprognose für unser Unternehmen. Dass die Marktsituation sehr gut jetzt diesem Jahr ist, bin ich vollkommen dabei. Ich bin mir sicher, Agando hat auch an Black Friday unglaublich viele PCs verkauft, auch schon davor jetzt wieder dieses Jahr viele PCs verkauft. Aber meiner Meinung nach könnte Agando das bestimmt abbezahlen oder hätte es abbezahlen können, wenn die CPU gesagt hätte, weiß ich nicht. Wir haben jetzt die 3 Millionen Forderungen, weiß ich nicht, du hast 1,2 Millionen Rückstellung, diese 1,2 Millionen bezahlst du jetzt direkt. Und wir machen irgendwie 500.000 pro Jahr über die nächsten Jahre. Dann dauert das natürlich Jahre. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die CPU gesagt hat, nö, machen wir nicht. Wir wollen das nicht, weil meine persönliche Meinung, also ich habe mit der CPU was zu tun gehabt und die sind nicht so kompromissbereit. Die Argumente, die du denen bringst, sind fruchten oftmals nicht so bei denen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mit denen, weil ich habe ja auch gesagt, ey, die ganzen Anwaltskosten, die ich da ansammeln, bei so einer kleinen Forderung, die uns gegenüber haben, lohnt sich das doch gar nicht. Da hätte man ja sinnvollerweise, bevor man da irgendwelche Verfahren einleitet, ja direkt sagen können, komm, wir haben ewig hohe Anwaltskosten, wir wollen ja nicht so viel Geld von dir haben. Lass uns das doch so machen, weiß ich nicht, ich gebe dir 50% Rabatt jetzt auf das, was wir fordern. In Zukunft zahlst du mit dem 20% Gesamtvertragsrabatt. Du hast keine Arbeitskosten, wir haben keine Sache gegessen. Wäre wahrscheinlich am Ende positiver für beide Seiten gewesen, aber so sind die nicht. Ne? Die sind ohne Forderung über Tano, so ist mir egal, wir setzen alles durch. Ne? Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass die CPU gesagt hat, nein, auf so eine Ratenzahlungsvereinbarung über die nächsten Jahre gehen wir nicht ein, das ist uns Wurst. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, habe ich keine gesicherten Ergebnisse, ist jetzt nur meine Erfahrung aus meinen Kontakt dort mit der CPU. Also das ist meine Vermutung entsprechend, also 22 lief nicht so gut, Eigenkapital deutlich gesunken, Rückstellungen waren zu gering und daraufhin kam jetzt, wurde jetzt final verloren gegen die CPU, es kam eine viel zu hohe Forderung, oder was heißt viel zu hoch, eine viel höhere Forderung als Rückstellungen da waren, es ist nicht mehr genug Geld da, es kann nicht bezahlt werden, Insolvenz. Das ist meine Vermutung. Ein Blick in die Zukunft. Erstmal, wie beeinflusst das auch andere Unternehmen, wie jetzt uns zum Beispiel? Das hat in mehreren Bereichen. Das kann natürlich positive Effekte haben, aus einem Grund, wie das jetzt, wenn die vorher 50.000 Kunden im Jahr hatten, die müssen ja irgendwo hin. Die kaufen jetzt auf einmal nicht mehr keinen PC, sondern die verteilen sich auf andere Händler. Davon profitieren natürlich nicht nur wir, sondern auch andere PC-Shops, ne? Weil diese Leute dann bei uns kaufen. Also ich kann sagen, dass bei uns sich schon Leute gemeldet haben, danach haben gesagt, ey, sie hatten bei Agando einen PC bestellt, der kommt jetzt nicht mehr, ich würde jetzt gerne bei dir einkaufen. Hatten. Also das kann ich direkt sagen, das gibt's auf jeden Fall. So, dann, was ich sagen kann aus meinen Gesprächen mit Zulieferern und Herstellern, dass es für die natürlich sehr, sehr schlecht ist, weil Agando ja sehr, sehr viele Waren einfach eingekauft hat, wo sie jetzt die Rechnung nicht mehr bezahlen, weil sie insolvent sind. Und das ist natürlich schlecht für die. Ich meine, für die erstmal selber nur bedingt, weil das wird natürlich über Kreditversicherer abgesichert. Wenn die jetzt für 1 Million Grafikkarten irgendwo kaufen, liefert der die ja nicht auf eine Sicherheit, sondern sichert das entsprechend ab über einen Kreditversicherer, dass wenn die das nicht bezahlen, er was zurückbekommt. In der Regel ist aber so, dass sie nicht die komplette Forderung zurückbekommen, sondern ein bisschen abgeben, also einen Teil nicht zurückbekommen. Und was ich jetzt aber auch gehört habe, ist, dass die Versicherungsprämien, also die Versicherungsbeiträge für diese Kreditversicherung durch so einen großen Ausfall jetzt natürlich steigen, was natürlich dazu führen wird, dass wahrscheinlich die Distributoren und Hersteller ihre Preise ein klein bisschen anheben werden, um das halt irgendwie wieder zu kompensieren. Das ist da auf jeden Fall nicht so positiv gelaufen. Dann sagt Agando, dass sie eine, wie gesagt hier, eine positive Fortführungsprognose haben. Das sehe ich meiner persönlich, also ich würde mich wünschen, dass es so wäre. Ich würde mich wünschen, dass die Leute alle ihre PCs bekommen, dass es wieder gut weiterläuft. Ich sehe das allerdings schwierig, aus verschiedenen Gründen. Problem 1 ist, Stand jetzt ist die Webseite immer noch nicht wieder online. Das heißt, ein Großteil des Weihnachtsgeschäfts ist schon mal weggegangen. Du hast natürlich auch sehr viel Vertrauen bei den Kunden verspielt. Das heißt, selbst wenn du jetzt vielleicht Anfang nächsten Jahres wieder an den Start gehst, musst du erstmal die alten Bestellungen abarbeiten. Dann hast du natürlich bei deinen Lieferanten ziemlich viel Vertrauen verspielt. Ne, es kann natürlich sein, dass sie jetzt höhere Einkaufspreise dann bekommen, erstmal alles auf Vorkasse bezahlen müssen, so keine Kredite mehr bekommen. Das ist natürlich auch schlecht. Und bei den Kunden kann ich mir sehr gut vorstellen, dass weniger Kunden in Zukunft bei Agando erstmal wieder kaufen werden, weil natürlich immer dieses ist,
Was ist, wenn sie jetzt nochmal insolvent gehen? So, das ist natürlich bei den Leuten jetzt drin. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einfach dadurch weniger PCs, wenn sie wieder in den Start gehen, in Zukunft gekauft werden. Und was wir gesehen haben, ist, dass sie viel investiert haben und eben diese höheren Fixkosten jetzt haben. Und wenn du auf einmal viel weniger Bestellungen hast, bist du in einer Situation wieder wie letztes Jahr, wo ich dann sage, dann erwirtschaftest du ja keinen Gewinn. Und dann musst du irgendwie eine Lösung finden, aus dieser größeren Location vielleicht rauszukommen. Ne? Aber wenn dein Vermieter sagt, ich habe dafür 2 Millionen gerade eine neue Halle gebaut, ist der natürlich wahrscheinlich auch nicht so erfreut zu sagen, wenn er sagt, ich will jetzt ausziehen. Ne? Das halte ich als schwierig an. Ich sag mal so, wo ich eine Chance irgendwie sehe, ist, wenn vielleicht ein Investor kommt und sagt, ich leihe das Geld entsprechend, investiere da und wir machen das weiter und sagt, okay, hier, ne, ihr braucht keine Angst haben, die gehen nicht insolvent, wir sind jetzt als Investor dahinter, ne, mit eben Geld und Backuppen das, weil ich sag mal, vorher lief ja alles, haben wir gesehen, lief ja gut bei denen. Oder wenn jetzt ZPÜ halt sagt, wir strecken diese Forderung wirklich auf Jahre. Aber ja, da sehe ich halt auch, wie gesagt, jetzt dieses, also ich denke, wenn sie wieder in den Start gehen, wird es auf jeden Fall den Stückzahlen schaden, weil halt einfach das Vertrauen der Leute weg ist. Ich meine, könnt ihr ja gerne eure Meinung auch mal unten in die Kommentare reinschreiben. Das sehe ich aber auf jeden Fall schwierig an. Ich würde mich wünschen für die, aber wie gesagt, der Blick in die Zukunft ist offen. Wird man schauen, wie es da entsprechend weitergeht. Jetzt habe ich schon ganz, ganz viel geredet. Das Video war sehr lang. Wer das jetzt wirklich komplett bis hierhin angeguckt hat, vielen Dank dafür. Die meisten haben wahrscheinlich schon vorher abgeschaltet, aber ich wollte mir einfach die Zeit nehmen und ich hoffe, ihr habt das Ganze auch objektiv und sachlich betrachtet. Und jetzt, wie gesagt, es soll jetzt kein Agando-Bashing oder sonst irgendwas sein. Das soll einfach eine objektive, sachliche Betrachtung sein. Die Informationen, die da sind, einordnen von mir, meine Meinung dazu geben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe nur das Beste für Agando, dass sie das irgendwie wieder hinkriegen können, dass die Kunden ihre PCs kriegen und das noch zu einem guten Ende kommt. Das wird wahrscheinlich spannend bleiben, werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das gut fandet, so wie ich das präsentiert habe. Ich werde gucken, dass ich irgendwie diese ganzen Quellen hier mit rein verlinke, um das so transparent wie möglich zu machen. Und ja, in dem Sinne, ich sage das Video, wenn es jetzt Sonntag kommt, könnte es ein Heiligabend. Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest und wir sehen uns dann nächsten Sonntag im weiteren Video. Ciao.